Der Landkreis Tübingen sucht weiterhin dringend Wohnraum für geflüchtete Menschen. In der Erstaufnahmestelle des Landes sei die Kapazitätsgrenze erreicht. Der Zustrom an Geflüchteten steige stetig an. Im Landkreis Tübingen sind aktuell rund 2600 Geflüchtete aus der Ukraine untergekommen. Zunächst werden die zugewiesenen Geflüchteten für den Landkreis Tübingen im ehemaligen Convita-Hotel in Rottenburg aufgenommen. Um die Menschen von dort auf Wohnungen verteilen zu können, sucht der Landkreis aktuell noch mehr nutzbaren Wohnraum zum Anmieten. Ansprechpartner sind die Bürgermeisterämter der Städte und Gemeinden.